Ein menschliches Körperteil sorgt für Empörung. Ein deutsches Gericht hat entschieden, dass die Beschneidung von Jungen aus religiösen Gründen strafbar ist. Die Beschneidung sei eine Körperverletzung, auch wenn die Eltern einwilligen. Mediziner warnen vor den psychologischen Folgen einer Beschneidung von Jungen. Wenn man sich in das betroffene Kind hineinversetzt, entstehen Schmerzen, Angst, Verunsicherung bis hin zur Panik. Die 4000 Jahre alte Praxis der symbolischen Eingliederung in die religiöse Gemeinschaft mittels der männlichen Beschneidung ist ein zentrales Gebot im Islam wie im Judentum. Ein religiöses Ritual also jetzt im juristischen Kreuzfeuer von Religionsfreiheit und dem Recht auf körperliche Unversehrtheit. Jüdische Vertreter kritisieren das Urteil als dramatischen Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften. Muslimische Verbände fühlen sich diskriminiert. Der Bundestag hat jetzt eine Resolution für eine medizinisch fachgerechte Beschneidung verabschiedet. Bei uns ist jetzt Ayşe Demir, die stellvertretende Bundesvorsitzende der türkischen Gemeinde Deutschlands. Sie hat sich in der Vergangenheit sehr mit Fragen der männlichen Beschneidung beschäftigt. Schönen guten Tag, Frau Demir. Guten Tag. Frau Demir, wie ist das Beschneidungsurteil in der türkischen Gemeinde, aber auch in der muslimischen Community aufgenommen worden? Ja, wir als türkische Gemeinde haben Verständnis für die Reaktion des Zentralrats der Juden und auch von den muslimischen Verbänden und sehen es auch als einen schwerwiegenden Eingriff in die Religionsfreiheit von in Deutschland lebenden Muslimen und Juden. Wir erhalten täglich zahlreiche Briefe und Mails von Mitbürgerinnen und Mitbürgern dieses Landes, die ihren Protest zum Ausdruck bringen und die es nicht verstehen können, warum die Religionsfreiheit jetzt so eingeschränkt wird. Beschneidungskritiker befürchten ja, dass die Beschneidung der Einstieg quasi in die Islamisierung der Gesellschaft sei. Woher kommt dieses Ritual und was hat es mit der Religion des Islam zu tun? Der Islam hat ja die Lehre Abrahams übernommen. Im Koran ist die Beschneidung nicht definiert, doch es ist festgelegt, dass alle Muslime dem Weg Abrahams folgen sollten. Somit ist die Beschneidung von Jungen Sunnah. Sunnah bedeutet überlieferte Norm. Und es wird auch als Hadith, also als Mitteilung des Propheten Mohammed, empfohlen. Und ist somit ein Bestandteil des Islams und auch ein Bestandteil des Zugehörigkeitsgefühls für den Islam. Jetzt haben Sie mir ja im Vorgespräch erzählt, dass Ihr eigener Sohn auch beschnitten ist. Sie selbst sind eine säkulare Muslimin, also keine praktizierende Muslimin. Wie geht das zusammen? Ich selbst habe alevitische Wurzeln und egal wie stark die Religiosität ausgeprägt ist, wird die Beschneidung praktiziert bei Muslimen. Es ist ein tief verwurzeltes Ritual. Es ist alle Menschen, die aus diesem kulturellen Kontext kommen, lassen ihre Söhne beschneiden. Trotzdem bleibt die Frage, ein Gericht hat entschieden, die Beschneidung sei eine Körperverletzung. Für viele ist es ein religiöses Ritual. Was denken Sie? Es ist für uns auf keinen Fall eine Körperverletzung. Es gehört für die Verbindung zum Islam, zur Zugehörigkeit dazu. Und es ist für die Persönlichkeitsentwicklung sehr wichtig. Es ist ein Teil der Identität. Es wurde ja auch im Gericht oder in dem Urteil ausgesprochen, dass eben die körperliche Unversehrtheit des Kindes eingegriffen worden ist. Und da stellt sich für uns die Frage, ja, wie stark ist der Eingriff in die körperliche Unversehrtheit? Zumal es natürlich auch von der Weltgesundheitsorganisation ja auch empfohlen worden ist, aus hygienisch-medizinischen Gründen. Wenn man auch noch bedenkt, dass weltweit 30% der Männer beschnitten sind, wenn in den USA 70% der Männer beschnitten sind, wenn zum Beispiel auch in den USA 56% der Säuglinge gleich nach der Geburt beschnitten werden. Und das sind Säuglinge, die nicht alle religiös sind. Kann es Aufgabe eines Staates, eines säkularen Staates sein, so tief in das religiöse Leben, die religiöse Praxis der Menschen und die Rituale einer Religion einzugreifen? Aus unserer Sicht darf der Staat überhaupt nicht in die religiöse Praxis eingreifen. Es muss natürlich geguckt werden, inwieweit dient eine religiöse Praxis dem Kindeswohl oder ist das Kindeswohl gefährdet. Was dieses Urteil aus meiner Sicht nicht erkannt hat, ist, dass die Eltern, die ihre Söhne beschneiden lassen, ja aus der Sicht des Kindes gehandelt haben, also für das Kindeswohl. Es geht nämlich hier um die Persönlichkeitsentwicklung, für die Identitätsfindung. Denn ein Kind, das nicht beschnitten worden ist, wird stigmatisiert, wird ausgeschlossen aus der Gemeinschaft. Beschneidungen sind im islamischen und im jüdischen Glauben fest verankert. Das Bestreben der Eltern, Beschneidungen weiter vornehmen zu lassen, wird es also geben. Ist da nicht ein Beschneidungstourismus zu befürchten?
Die Beschneidungskritiker erhoffen sich ja, dass die Eltern durch dieses Urteil Abstand nehmen, also ihre Kinder, ihre Söhne da nicht mehr beschneiden lassen. Das wird nicht eintreffen, denn es ist, wie gesagt, ein Bestandteil des Islams. Es ist wichtig für die Zugehörigkeit. Wir als türkische Gemeinde befürchten einen Beschneidungstourismus. Das heißt, dass die Eltern ihre Kinder dann in den Sommermonaten in der Türkei beschneiden lassen oder in Nachbarländern, wo Beschneidung nicht verboten ist, oder in Hinterzimmern von Beschneidern, was aus unserer Sicht für das Kindeswohl ja noch gefährlicher ist. Die Bundesregierung will ja jetzt Rechtssicherheit schaffen, die Beschneidung per Gesetz quasi rechtfertigen. Finden Sie das eine gute Idee? Wir begrüßen die Ankündigung der Bundesregierung, dass jetzt Rechtssicherheit geschaffen wird. An dieser Stelle muss ich aber auch anmerken, dass ich schon Bedenken habe, ob die Bundesregierung auch so schnell gehandelt hätte, wenn jetzt Juden nicht mit betroffen gewesen wären von diesem Urteil. Fest steht, die Beschneidung von Jungen ist der älteste und am häufigsten durchgeführte chirurgische Eingriff überhaupt. Eine Beschneidung von Jungen wird auch unabhängig von der Religion, zum Beispiel aus hygienischen Gründen, durchgeführt. Immerhin ist ein Drittel der männlichen Weltbevölkerung beschnitten. Doch was ist mit der Beschneidung von Frauen? Sie hat die Qualen einer weiblichen Beschneidung, der sogenannten Genitalverstümmelung, am eigenen Körper erlebt. Fadumo Korn. Die Beschneidung hatte für sie tiefgreifende gesundheitliche Folgen. Bis hin zur Verkrüppelung ihrer Hände. Bei vielen Frauen zerstört die Beschneidung die sexuelle Empfindungsfähigkeit, führt nicht selten zur Unfruchtbarkeit. Frau Korn, die weibliche Genitalverstümmelung repräsentiert ja sozusagen den Tatbestand der Körperverletzung. Ist die Beschneidung bei Jungs auch eine Körperverletzung oder nicht doch eher ein religiöses Ritual? Also für mich ist das natürlich auch eine Körperverletzung, weil das Kind nicht selber entscheiden kann, ob es beschnitten werden will oder nicht. Daher denke ich, wenn man einen aufzwingt, etwas zu erleben, über sich ergehen zu lassen, ist es für mich auch eine Körperverletzung. Mal grundsätzlich, was versteht man unter einer Beschneidung allgemein bei Jungs beispielsweise? Und was ist eine Genitalverstümmelung? Kann man diese beiden vergleichen miteinander? Überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht möglich. Denn bei den Jungs wird wirklich tatsächlich nur die Vorhaut weggeschnitten. Und bei genitaler Verstümmelung bei Frauen und Mädchen, da werden ganze Organe entfernt, wie die gesamte Klitoris, die innere Schamlippen. Das sind solche tief wirkende Verletzungen, die kann man nicht mit der männlichen Beschneidung natürlich vergleichen. Deswegen heißt es ja auch genitale Verstümmelung bei den Frauen und Beschneidung bei den Jungs, weil der Unterschied sollte im Wort schon vorhanden sein. Jetzt ist ja die Beschneidung bei Jungen, es wird ja oft religiös begründet, als religiöses Ritual. Ist das bei der Genitalverstümmelung ähnlich? Überhaupt nicht. Das ist eine Tradition, die vor allem muslimischen, christlichen Glauben, die wir jetzt kennen, entstanden ist. So was wir erfahren haben, über 3500 Jahre alt. Also kann man das nicht religiös zuordnen, sondern es ist eine wirklich erfundene, ritualisierte Gewalt gegen die Mädchen und Frauen. Um wirklich, das ist erfunden worden, um die Sexualität der Mädchen einzuschränken. Die Verletzungen, die dabei entstehen, sind wirklich brachial, brutal und nie mehr heilende Wunden. Und deswegen kann man es nicht vergleichen mit der Beschneidung der Jungs. Sie sind ja selbst Opfer einer Genitalverstümmelung im Alter von 7 Jahren. Ich hatte es angedeutet. Welche psychologischen Folgen hat eine Beschneidung allgemein bei Jungs und Mädchen? Weil es werden ja Körperteile entfernt. Also psychologisch, ich denke immer, der Körper erinnert sich unheimlich lange an diesen Tat, auch wenn man ganz klein war, vielleicht 1 Jahr oder so. Das heißt, manchmal kommen Geräusche hoch, man riecht etwas und erinnert sich an diesen wahnsinnigen Eingriff in seinen Körper. Ich kenne Kinder, 7-, 8-, 9-Jährige jetzt in München, die sind daran zerbrochen und müssen wirklich in eine psychiatrische Behandlung, in eine tiefe psychologische Behandlung, damit sie mit ihrem Leben zurechtkommen. Es gibt Frauen, die bis heute durch diesen schrecklichen Eingriff in ihre Genitalien nichts empfinden. Es gibt Frauen, die unfruchtbar geworden sind, weil sie so tief verletzt worden sind. Es gibt Frauen, die können den Urin nicht halten, weil die Harnröhre so verletzt worden ist. Und. Es gibt Frauen, die bei der Beschneidung so festgehalten wurden, weil sie schon älter waren, 7, 8, 9 Jahre, dass sie bei einer bestimmten Handbewegung von dem gegenüberstehenden oder sitzenden Mensch Atemnot bekommen, weil sie erinnern sich, wie man sie festgehalten hat, auf die Brust gestiegen oder mit dem Knie drauf gekniet hat und die immer Erstickungsanfälle bekommen, obwohl sie jetzt 50, 60 Jahre alt sind und ihr Ritual ewig lang zurückliegt.
Niemand kann ja gegen ein Verbot gefährlicher Beschneidungspraktiken sein, muss aber nicht zwischen medizinisch sinnvoller und auf der anderen Seite kultureller oder gar religiöser Beschneidung unterschieden werden? Medizinisch notwendig ist natürlich, wenn ein Junge zum Beispiel Phimose hat, das heißt Vorhautverengung, wenn er einfach Probleme hat beim Urinieren, wenn er zum Beispiel die Haut ewig, weil es draufklebt, einfach Probleme bereitet, dann muss man das Kind beschneiden. Aber das ist ja medizinisch erklärt. Aber bei den Frauen gibt es überhaupt keinen einzigen Grund, warum man uns beschneiden oder verstümmeln sollte. Grundsätzlich darf der Staat so tief in das religiöse Leben und auch in die religiösen Praktiken, in die Rituale von Menschen eingreifen. Was glauben Sie? Also ich finde, das ist natürlich eine Diskussion, die losgetreten worden ist, weil für die Muslime und mehr noch für die Juden ist die männliche Beschneidung enorm wichtig. Hier muss der Staat ganz sensibel sein. Und die Entscheidung, die getroffen werden sollte, soll nicht aus politischen Ängsten, sondern wirklich zum Wohle des Kindes. Bei uns in Deutschland zählt als erstes das Wohl des Kindes, steht an der ersten Stelle. Dann kommt das andere. Religion steht unter, eine Stufe drunter. Jetzt müssen wir natürlich überlegen, wie können wir das vernünftig, ohne die Religionsgemeinschaften in Deutschland zu verletzen oder gar ihre Rituale durcheinander zu bringen, wie können wir zum Wohle des Kindes entscheiden? Und da ist der Staat verpflichtet und ich denke, da muss eine Entscheidung getroffen werden, die dem Kind zugutekommt, nicht der Religion zugutekommt. Wie fühlen Sie sich eigentlich persönlich nach so vielen Jahren Engagement gegen weibliche Genitalverstümmelung, dass das Thema jetzt erst aufkommt, wenn es um männliche Beschneidung geht? Ja, yes, das ist für mich natürlich die Frage aller Fragen. Heißt das, wir Frauen sind einfach nicht so wichtig, obwohl wir größere Verletzungen erleiden, obwohl wir an demselbe Gestelle Lust empfinden müssen, Kinder säugen müssen, die Kinder gebären müssen? Bedeutet das für uns Frauen, also für mich als Betroffene, ist es wirklich unerhört, dass man unseren Kampf so minimalistisch weggeschoben hat, wie es nur geht. Und wenn es um das Stückchen Haut der Männer geht, da steht das ganze Land Kopf und will das Stückchen Haut retten. Frau Korn, vielen Dank für das Gespräch. Die Diskussion, befürchte ich, ist noch lange nicht beendet. Dankeschön.